Servus und was geht ab? Ich bin's wieder, Platin Mike, und willkommen zu einer neuen Folge von Platin Mike! Spaß auf Seite. So Leute, ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich habe heute ein besonderes Spiel für euch. Und zwar Resident Evil 1. Definitiv eins meiner Lieblingsspiele. Übrigens ist Resident Evil auch eins meiner Lieblingsspielereien. Ich muss euch sagen, damit verbinde ich auch ein Stück von meiner Kindheit. Hört sich jetzt dumm an. Hö, die Spiele waren doch früher ab 18 Jahren. Waren sie auch, aber ich kann euch sagen, meine erste Erfahrung habe ich damit gemacht mit Resident Evil 1. Das war damals bei einem Schulkollegen. Ich weiß nicht, wie alt ich da war. 8 oder 9 ungefähr. Da bin ich bei ihm mit. Und sein Bruder hat es zufälligerweise auf der PS1 damals im Wohnzimmer gespielt. Und dann habe ich das zu Hause nochmal gesehen. Irgendwann mal bei meinem großen Bruder. Und aber nicht lange. Ich wurde dann ausgesperrt, durfte dann nicht mehr in das Zimmer. Na, darüber möchte ich heute nichts mehr sagen. Und das war so meine erste Erfahrung damit. Und das erste Mal so richtig Resident Evil 1 habe ich damals auf der GameCube gespielt. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch daran erinnern kann, ne? Und zwar gab es ja Resident Evil 1 Remake damals schon auf der GameCube. Und ich habe das dann damals gespielt. Ich habe meinen Vater gefragt, kannst du mir das bitte ausleihen? Er hat es auch gemacht. Er hat natürlich nicht gewusst, was es ist, ne? Ich war halt so Link damals und habe halt gemeint, das ist ein Kinderspiel oder so. Ihn hat es dann auch weiterhin nicht gejuckt. Und ich habe das dann damals gespielt auf der GameCube, noch auf einem richtig alten Röhrenfernseher. Und ich muss euch sagen, ich habe 15, 20 Minuten gespielt. Ich habe mir dermaßen so in die Hosen gemacht, ne? Also nicht wirklich in die Hosen gemacht, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich war ein Bettnässer oder Hosenpisser oder sonstiges, ne? Sondern ich hatte einfach so viel Angst, ne? Alleine in diesem engen Korridor, wo dieser eine Zombie kommt, da habe ich ausgemacht. Das hat sich eingebrannt, ne? Und ja, und jetzt, ich habe das jetzt mittlerweile heute schon so oft durchgespielt und ich muss sagen, es fasziniert mich immer noch bis heute. Und ich muss euch wirklich mal sagen an dieser Stelle, es ist eins dieser Games, wo ich am Ende gesagt habe, hey, schade, das war's wieder, ne? Schade einfach. Schade. So, was nicht schade ist, wir schauen uns jetzt die Platin Liste an. Trophäenliste meine ich. Die Trophäenliste und danach die Platin. Let's go, würde ich sagen. So, ich habe gebraucht ungefähr 29 Stunden für die Platin-Trophäe. Aber hier ist mir die Zeit auch egal, weil dieses Spiel ist so geil einfach. Ich habe so oft durchgespielt. Ich würde es am liebsten nochmal durchspielen. Aber ich will auch ein Ziel vor Augen haben. Wisst ihr, was ich meine? Und würde es dafür noch eine Platin-Trophäe geben, würde ich sogar noch eine Platin-Trophäe in Resident Evil 1 erspielen. Gibt's aber leider nicht. Aber ihr seht schon auf der linken Seite Resident Evil 0. Dauert nicht mehr lang, dann kommt das auch. Auch richtig geil, ne? Da wird es genauso sein. Schade, ist durch, ne? So, egal. Wie gesagt, 29 Stunden für die Platin-Trophäe habe ich gebraucht. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt die Trophäenliste an. Let's go. So. Natürlich fangen wir ganz unten an. Na, Datum des Erhalts, so wie ich sie damals bekommen habe. So, ich zeige euch mal ein lustiges Video. Unheimliche Begegnung zu dieser Trophäe. Besiegen Sie zum ersten Mal einen Zombie. Ich habe das Video jetzt vorhin gesehen, habe mir gedacht, hey Mike, was hast du da getan? Und jetzt schaut euch mal an, was ich da getan habe. Hatte ich irgendwie einen Zuckanfall oder sowas? Guckt mal selber rein. Schaut mal rein. Na, wenn ihr euch jetzt fragt, was hat er da getan? Ich weiß es selber nicht. Keine Ahnung. Ich habe es getan. Der Zombie ist gestorben. Das war meine erste Trophäe. Richtig, richtig geil. Sicher ist sicher. Setzt sie zum ersten Mal einen Zombie in Brand. Das kam ja erst bei dem Remake dazu. Na, ich muss noch mal kurz dazu ergänzen. Das ist ja ein Remastered von dem Remake. Na, weil das Originale kam ja damals auf der PlayStation 1 raus. Dann kam ja ein Remake dazu für die GameCube irgendwann mal.
2006 oder so. Na, und dann gab es ja dann irgendwann mal für die Xbox One und für die PS4 gab es ja dann dieses Remaster. Aber wenn ich mich richtig erinnere, gab es das ja auch für die PS3 auch noch, ne? So, ist aber jetzt auch egal. Sicher ist sicher, setzen wir den ersten Zombie in Brand. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass es dies erst ab dem Remake gab. Und ich muss sagen, diese Zombies, die dann aufstehen, na, die sind richtig krass. Die kann ich gar nicht leiden, weil die rennen mir hinterher. Na? So, das Unvermeidliche hinauszögern. Retten Sie Richard mit einem Serum. Na? Ungezieferbekämpfung. Entgehen Sie Jorns ersten Angriff. Wer war nochmal die Jorns? Jorns, die Jorns. Das war die Schlange, ja? Snake. Die Klapperschlange. Ich höre schon auf. Rot gesehen. Besiegen Sie einen Crimson Head. Na, da ist er, wenn er sich verwandelt. Ach, das sind sogar gleich zwei. Was habe ich da gemacht mit denen? Zwei Stück? Da kommt der zweite. Das fand ich komisch, ne? Waffe nach oben gerichtet, direkt auf den Kopf. So viel Abstand, Kopf explodiert nicht. Gut. So ist es halt. Besiegen Sie mit Chilling Crimson Head Prototyp. Der kam ja dann unten. Ist uninteressant, kommt ja automatisch. Versenkt, besiegen Sie Neptune. Das ist der Hai. Kommt ja auch automatisch. Schlüsselmeister, außer man läuft an ihm vorbei. Ne? Aber ich will ihn auf jeden Fall töten. Erhalten Sie mit Chill den Helmschlüssel. Kommt ja automatisch. Jäger, besiegen Sie zum ersten Mal einen Hunter. Die sind richtig eklig. Ne? Und wenn die anspringen und ausholen und euch treffen, Sayonara, ne? So, Schlangenmünde, besiegen Sie Jorn mit Chill. Die Schlange kommt ja dann nochmal hier in die Bibliothek. Na, genau. Besiegen Sie Black Tiger, das war ja die Spinne. Die muss man nicht besiegen, kann man aber. Ich würde es euch auf jeden Fall raten, wenn ihr die Trophäe wollt. Tötet die Spinne, ne? So, echtes Teamwork. Ich denke mal, die Frauen, die sich dieses Video anschauen, die hätten die Spinne sowieso getötet, weil die meisten Frauen haben ja Angst vor der Spinne, ne? Und dann wird zugestochen mit dem kleinen Klappmesser, was Jill dabei hat, oder? So, echtes Teamwork. Retten Sie Barry vor Lisa Trevor. Na? Das muss man einmal dafür machen, für diese Trophäe. Echtes Teamwork. Und einmal, man muss ja für die Platin alle Teammitglieder retten. Da muss man das auch machen. Und wenn ihr die Magnum wollt, dann lasst ihn einfach sterben. So, in die Höhle des Löwen. Dringen Sie mit Chill in das Labor ein. Leute, dieses Labor. Das ist so typisch Resident Evil. Diese Aufzugsszenen und Szene besser gesagt. Hier, schaut euch das mal alles an. So typisch Resident Evil. Leute, ich liebe das so unfassbar einfach. Das hat noch dieses gewisse Etwas. Wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach... Ich krieg Gänsehaut. Das ist einfach dieses Feeling von damals, ne, wenn ihr durch eine Tür wolltet, dann gab es diese kurze Ladesequenz mit der Tür, wie die Tür aufgeht. Unglaublich einfach. Na, ich find's schade, dass man sowas in Resident Evil 2 Remake rausgelassen hat, ne? Aber okay. So, keine Lust zu sterben. Unwichtig, auf einfache Schwierigkeits- oder Höhe abstellen, sorry. Sonntagsausflug. Schließen Sie das Spiel auf sehr einfach Schwierigkeitsgrad oder Höhe ab. Ich habe da ein paar Trophäen kombiniert, ne? Ich habe einmal das kombiniert. Das müsste es gewesen sein. Wenn ich mich nicht irre. Das habe ich kombiniert. Das habe ich kombiniert, ne? Alles im ersten Durchlauf. Schließen Sie mit Chill das Spiel so ab, dass Chris und Barry überleben. Das habe ich abgeschlossen im ersten Durchlauf. Ich habe so viele Trophäen abgeschlossen. Da hat mir der letzte Ort gefehlt. Zum Glück habe ich vorher gespeichert. Ich konnte dann nochmal zurück und konnte den letzten Ort besuchen. Und zwar für diejenigen, die es nicht wissen. Das ist die Gefängniszelle, wo Chris drin steckt. Na, am Ende im Labor ist er ja eingesperrt in der Gefängniszelle. Ihr kommt dahin, dann wird sie geöffnet und Chris läuft mit euch mit. Ihr müsst aber nochmal umdrehen und nochmal da reinlaufen. Nicht zu vergessen, weil ihr wart ja nicht drin. Ihr habt ihn ja nur da rausgeholt.
Na, ganz wichtig. Das hat mir am Ende gefehlt. So. Sterben Sie zum ersten Mal? Oh, wo bin ich da gestorben? Da gibt es sogar ein Video. Das ist richtig geil. Na? Ach so. Der Grimson war das. Na? Und das habe ich kombiniert mit, ich kann es euch gleich sagen, ich habe es auf einfach gemacht. Und das ist wirklich der stärkste Boss im ganzen Spiel. Auf einfach gegen den, wenn man nicht weiß, wie man gegen den kämpfen muss mit dem Messer, ist das wirklich krass. Na? Genau, da habe ich den Messerlauf gemacht. Ihr seht schon, sterben Sie zum ersten Mal, schließe das Spiel nur mit Messer ab. Schließe das Spiel innerhalb von 5 Stunden ab. Das habe ich nur mit dem Messer geschafft. Schließe das Spiel innerhalb von 3 Stunden ab. Das habe ich auch nur mit dem Messer gemacht. Nochmal hier ein schönes Video für euch. Na? 2,58. Und so knapp auch noch, na? So knapp! Mann, alleine... Dieses, ich muss es euch nochmal zeigen. Dieses Bild hier, so typisch Resident Evil, da wird die Zeit angezeigt, der Charakter, wie oft gestorben, wie oft dies, ihr wisst schon einfach. Ach man, Leute, ich vermisse diese Zeiten einfach. Na. Aber was soll ich machen, na? So ist es halt einfach. So, weg damit. So, einzige Überlebende, Schließen Sie mit Jill, ohne jemanden zu retten, als einzige Überlebende das Spiel ab. Da müssen alle sterben. Ihr dürft nicht Chris retten. Ihr dürft nicht den anderen hier retten, von dem ihr die Schrotflinte bekommt. Der mit euch gegen die Schlange kämpft, den müsst ihr sterben lassen. Na? Und auf jeden Fall Chris und Barry halt noch. Na? Ganz wichtig. Na? So, schließen Sie das Spiel auf normalen Schwierigkeitsgrad oder höher ab. Da habe ich das dann gemacht. Also mit Chris... Das Stein- und Metallobjekt. Da habe ich dann mit Chris gespielt. Das einzig Positive an Chris ist, er hält einfach deutlich viel mehr aus. Aber mehr ist es eigentlich nicht, ne? Weil er hat einmal den Lockpick nicht, also den Dietrich. Das heißt, ihr müsst jedes Mal einen Dietrich suchen, einen einzelnen, dass ihr wieder eine Tür öffnen könnt. Wenn ihr den einmal benutzt, ist er weg. Na? So. Und was hat er noch? Der hat nur 6 Inventarplätze, bei Jill waren es hier 8. Ich weiß nicht, ne? Ich habe nicht so gerne mit ihm gespielt auf jeden Fall. So, besiegen Sie mit Chris die Pflanze 42. Na? Das war ja auch ein Rumgemache. Die Messertrophäe mit Jill und der Pflanze 42. Weiß ich ganz genau noch. Hei. Hat aber funktioniert, ne? So, Leseratte, erhalten Sie mit Chris das letzte Buch, Band 2. Das war hier in der Bibliothek. So, das war knapp. Retten Sie Rebecca vor einem Hunter. Ich zeige euch das mal kurz. Na? Wo das ist, in welchem Raum. Na, der eine oder andere wird es dann schon wissen. Genau hier drin ist es. Ja, da hatte ich ja auch den Granatenwerfer, ne? Oder Raketenwerfer. Granatenwerfer, wie auch immer. Geile Sache auf jeden Fall, ne? So, Star Senal. Erhalten Sie alle Waffen, laden Sie auch alle Munitionstypen in den Granatenwerfer. Ganz simpel, alle Waffen erhalten, alle Munitionstypen in den Granatenwerfer laden. Ich habe dann noch einen gekillt oder nicht, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall easy peasy. Nichts Schweres dabei auf jeden Fall. So, besiegen Sie Lisa Trevor mit Chris. Ach, das war hier. Kommt ja sowieso automatisch. Habe ich dich warten lassen. Befreien Sie Chris mit... Mit Chris die eingeschlossene Jill. Den Raum habe ich gemeint. Da. Ihr seht, man lässt den Gefangenen raus. In dem Fall ist es Jill. Und ganz wichtig ist, na, man muss umdrehen. Ich weiß, hört sich jetzt unlogisch an, was ich erzähle. Na. Aber in der Sequenz ist man mit dem Charakter drin, aber das zählt nicht. Ihr müsst, so wie jetzt, wie ich dastehe, wenn dann Jill befreit ist, müsst ihr dann nochmal rein in den Raum und müsst, ich glaube, Schrotflintmunition aufheben, damit ihr die Trophäe bekommt, alle Orte auf der Karte entdecken. Na, das hat mir am Ende gefehlt und ich denke mal, so wird es bei den meisten gewesen sein. So, schließen Sie das Spiel mit Chris ab. Wie lange habe ich mit dem gebraucht? Schauen wir mal rein, oder?
Wird nicht gezeigt. Alpha-Männchen heißt die Trophäe. Passt definitiv zu mir. So. Ende des Albtraums. Schließen Sie mit Chris das Spiel so ab, dass Jill und Rebecca überleben. Da müssen halt beide überleben. Das habe ich auch in dem Durchgang gleich gemacht. Kein Banzer hat. Schließen Sie das Spiel ab, ohne zu speichern. Ist wirklich easy. Macht euch keinen Kopf. Falls ihr das irgendwann mal selber spielt, stellt einfach auf einfach. Na, oder auf sehr schwer, wenn ihr es richtig hart wollt. Und spielt's auf sehr schwer. So, ein Fall für zwei. Schließen Sie das Spiel mit Jill und Chris ab. Na, Zukunft ohne Angst. Schließen Sie das Spiel auf schweren Schwierigkeitsgrad ab. Retten Sie Jill. Retten Sie... Ah, hier! Wer kennt es noch aus dem Originalen? Damals von der PS1. Habe ich damals gesehen. Ich glaube, bei meinem Bruder war es. Na, wenn man die Schrotflinte rausholt, kommt ja die Decke runter, ne? Und dann muss man auch in dem Raum bleiben. Weil wenn man rausgeht, wieder zurück in den vorherigen Raum und dann wieder rein, dann wenn die Decke runterkommt, die tötet einen. Wenn man in dem Raum bleibt, während die Decke beim ersten Mal runterkommt, dann kommt Barry und rettet euch sofort. So, Geisterjäger. Ich muss aber sagen, na, ich weiß nicht, was mein Bruder da immer hatte. Auch bei Resident Evil 2. Ich weiß, ich war ein kleiner Scheißer, aber er hat zum Beispiel bei Resident Evil 2, wenn ich da reinkommen wollte und wollte gucken, der hat einfach die Tür zugemacht. Na? Und der hat auch von ihnen abgeschlossen, ne? Heieiei, na? So, schließen Sie das Spiel im Modus unsichtbare Gegner ab. Könnt ihr auf leicht machen. Ich sag's aber gleich, da gibt's keine unendliche Munition. Ihr fangt bei 0 an. Na? Aber das ist... Es ist kein Problem auf leicht. Na, ihr findet genug Kräuter. Was auch richtig krass ist zum Beispiel, was ich euch sagen kann, man sieht viele Gegner auch in den Spiegeln, die in manchen Gängen rumstehen. Und auch, wenn ihr Spiegelbild in manchen Pfützen, ne? Einfach mal drauf achten, richtig geil gemacht. So, Fashionista, erhalten Sie alle Kostüme. Na, zwei Fliegen auf einen Streich, setzen Sie zwei Zombies gleichzeitig mit dem Feuerzeug in Brand. Ich habe einmal gehört, mir einer erzählt, das ist eine richtig schwierige Trophäe. Warum ist es schwierig? Es gibt genug Gänge und Orte, wo sich mehrere Zombies aufhalten. Den einen, den tötet man. Den einen, den zieht man genau auch mit dahin, wo der andere gestorben ist. Tötet ihn genau auf demselben Fleck. Na, schaut her, so habe ich es auch gemacht. Der andere liegt jetzt auf ihn drauf, ne? Und dann wird er angebrannt. Oder beide, ne? Doppelt gemoppelt. Zwei Fliegen auf einen Streich. So muss es laufen. So. Retten Sie Chris mit Rebecca. Okay. Chris mit Rebecca retten. Wo war das? Das muss ich mir jetzt mal anschauen. Hä? Das weiß ich. Daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ach, hier. Da musste man mit Rebecca... Oh, wie war das nochmal? Ich kann mich nicht mehr so dran erinnern, ne? Weil das macht man nur einmal wirklich in einem Durchlauf. Danach macht man das nicht mehr, weil das ist irgendwie ein bisschen kompliziert. Da muss man dieses Zeug zermischen. So war das. Ja, da muss man das Gift zermischen. Da muss man zurücklaufen, das Gift zermischen. Dann muss man das Gift an dem einen Platz... wo war das? Da in diesem Unterwasserlabor mit den Haien, da ist eine versteckte Tür hinten, die sieht man kaum. Wenn man dran vorbeiläuft, dann sieht man die, aber von der weiten Ferne sieht man die nicht. Da muss man rein und das Mittel auf die Wurzel schütten und dann muss man zu dem Raum zurück und die Pflanze lässt dann Chris frei. So war das, ne? So, schließe mit Chris, ohne jemanden zu retten als einziger Überlebender, das Spiel ab. Na, ich würde mal sagen, richtiger Egoist der Chris hier, ne? Hat nur an sich gedacht. So, Überlebenskünstler, schließen Sie das Spiel im Modus echtes Überleben ab. Echtes Überleben ist, man fängt komplett von neu an und ohne unendlich Munition und auf sehr schwer. Und das ganz Krasse ist, na, es ist schon echt realistisch gemacht. Ihr wisst ja, die Kisten sind überall in den Safe Rooms, aber die sind nicht miteinander kombiniert. Das heißt, na...
Wenn man jetzt im Erdgeschoss was platziert, muss man auch wieder ins Erdgeschoss zurück zur Kiste, um dann den Gegenstand rauszuholen. Weil wenn ihr dann im zweiten Geschoss in die Kiste geht, da ist es nicht drin. So. Na, wie lange habe ich dafür gebraucht überhaupt? Mann, die Musik am Ende ist so geil einfach. 3,15 war ist in Ordnung, oder? Dafür, dass ich das absolut fast wie nie spiele oder kein Profi bin da drin, ist es in Ordnung auf jeden Fall. Na? So, Platinum fürs Plattmachen, Leute. Platinum fürs Plattmachen. Ich habe die wirklich platt gemacht. Und ich würde es auch immer wieder tun, aber so ist es. Na? Wir schauen uns nochmal die Platin an. Ach man. Alleine dieses Bild hier, Leute. Schaut mal her. Ich muss es euch zeigen. Das hier. Na, mit der Schreibmaschine. Diese Resident Evil Nostalgie, das ist, man. Hart, ne? Hart. So. Geholt wird hier nicht und hundertprozentig auch nicht bei mir. So, das war's mit der Platin. Na, ihr seht schon richtig, richtig, richtig geil. Eins meiner Favorites. Ich finde das Spiel halt einfach ist ein Oldschool Resident Evil. Ich konnte es auf der PS5 nochmal spielen. Geile Sache. Was soll ich sagen? Awesome. So, Leute. Dieses Spiel kommt auch in die Hall of Platins, würde ich sagen. Der legendären Platins. Na, und das hat auch was mit der Bewertung zu tun. Und ich gebe dem Spiel nicht eine, es sind ja maximal 10 Punkte möglich, ich gebe dem Spiel. Na, im letzten Video war es Bloodborne, na, ihr wisst sowieso, ich spiele die meiste Zeit sowieso nur AAA Games. Na, außer Bug Survivor wäre ein gutes AAA Game gewesen, aber Performance war halt einfach eine 1. Also eine 1 von unten gesehen, 1 von 10, ne? Nicht eine 1 plus mit Sternchen oder so. So, 11 von möglichen 10 Punkten, definitiv verdient. Na, einfach dieser Nostalgiefaktor, den kann man einfach nochmal auf der PS5 spielen. Das ist einfach so geil. Und ich schwör's euch, ich habe das gezockt. Das spielt sich noch unglaublich so gut und grafisch. Ich weiß, das Spiel ist schon ein paar Jahre alt. Aber es fühlt sich so gut an, es sieht so gut aus. Es ist ein klasse Spiel. Das ist ein Remake. Das ist das Remake, das hat schon ein paar Jahre hinter sich, ne? Und es ist unglaublich. Da seht ihr mal, was früher für eine gute Arbeit geleistet wurde. Wird heute immer noch, aber nicht so häufig wie damals auf jeden Fall. So. Na. Und der Schwierigkeitsgrad von der Platin. Echtes Überleben kann knackig werden, wenn man keine Ahnung hat von dem Resident Evil. Aber, na, also für die Leute, die Resident Evil können, würde ich sagen, eine 2 von 10. Und für diejenigen, die erst damit einsteigen wollen, na, weil es eine 6, eine 5, na, Leute, ich will da jetzt kein hier eine 2 oder hier eine 5. Ich bleib bei den 2. Na, es ist kein Hexenwerk. Es ist hier noch relativ einfach, an den Zombies vorbeizulaufen. Na, man geht ein, zwei Schritte zurück. Oder besser gesagt, wenn ein Zombie eingreifen möchte, man geht einen Schritt zurück. Dann macht er für 2-3 Sekunden nichts, dann kann man easy peasy vorbeilaufen. Na, das ist hier wirklich kinderleicht. Eine 2 von 10. Und wenn man diesen Trick, nur diesen Trick macht, dann ist das Spiel eigentlich schon durchgespielt. So. Leute, 2 von 10. Ich habe 29 Stunden gebraucht. Ihr seht schon, ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, na, da hängt ihr jetzt einen Monat dran oder so. Und wenn man hier sogar einen Monat dranhängen würde, es wäre einfach geil. Es ist halt Resident Evil, ne? Aber dieses Resident Evil von früher. Na? Und es ist noch dieses Resident Evil von früher, wo man in eine Tür geht und dann kommt diese Türsequenz, wo die Tür sich öffnet
Und in Resident Evil 1, wenn man unten in der Küche ist, na, von dem Anwesen, und da sind die Zombies unten, oder einer oder zwei waren das. Das hat halt diesen, das ist halt einfach so krass, na. So, das war's von meiner Seite aus, Leute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt ein Abo da lassen oder ein Like, wie ihr wollt, na. Lasst ein Abo und ein Like da, habt ihr mich verstanden? Nein, Spaß auf Seite. Hat mich mega gefreut. Ich bin jetzt die nächsten Tage erstmal wieder unterwegs. Streame dann wieder aus dem Hotel aus. Und ich sag euch mal eins. Nächste Wochenende, ich hoffe es reicht zeitlich. Hoffentlich. Ich habe nächste Wochenende wieder zu viel zu tun. Na, bin wie gesagt die ganze Woche unterwegs. Freitagabends komme ich erst heim. Samstag bin ich bei meinem Haus, vom Frühs bis abends, und Sonntag muss ich nach München fahren. Puh, wird schon wieder ein bisschen knapp hier mit allem, na? So, deswegen macht's gut und bis zum nächsten Mal. Servus. Warum erzähle ich euch das überhaupt?